Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Imbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Maihälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Gehen wir zu deiner Legung über, Schütze. Ich sehe dich vor meinem geistigen Auge mit einer Putzuniform. Putzuniform und du hältst einen Besen in der Hand. Ganz konkret gesagt sehe ich eine Figur aus einem türkischen Film. Ja, so jene aus dieser Region werden den Film kennen. Kapıcılar Kralı. Kapıcılar Kralı. Kemal Sunal. Seine Rolle da. Ich werde unten ein Bild verlinken, ja, für jene, die diesen Film nicht kennen. Ist ein Klassiker im Orient. Also so sehe ich dich. Okay, Schütze, Putzoutfit, Putzmann-Outfit, Reinigungskraft, ja, mit einem Besen in der Hand und du willst ein bisschen Staub aufwirbeln, sehe ich, ja. Und du hältst auch hier etwas in der Hand. Du hast hier vor, ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Bist du wieder voll in deinem Modus, Schütze? Du willst mächtig mal Staub aufwirbeln und dann dadurch für Sauberkeit sorgen. Ja, also ich bin eine ziemlich faule, ja, also ich müsste viel öfter putzen, wie ich tue und ich merke, wenn ich wische und mache, dann muss ich die ganze Zeit niesen, ja, weil es wird ja Staub aufgewirbelt. Oder wenn ich meine Kleider sortiere, muss ich auch ständig niesen. Und du willst hier Ordnung herstellen, Gerechtigkeitskarte. Die Waagschale soll wieder gerade sein. Du willst hier Gerechtigkeit herstellen und hierzu bist du bereit. Hierfür bist du bereit dazu, die bestehenden Strukturen aufzuwirbeln. Hoppala! König der Münzen und König der Stäbe. Wehe dem, der mit Schütze zu tun hat im Job. Also, das hier sind die bestehenden Strukturen. Okay, das ist das, was sich gesetzt hat, was sich festgesetzt hat. Das hier wird eher staubig. Ja, der König der Münzen versteinert schon fast hier. Und König der Stäbe, das ist die Bewegung in dir. Okay, und du bist hier bereit dazu, all das, was sich mittlerweile bei dir so fest installiert hat, aufzuwirbeln mit deinem Besen. Okay, und die Stäbe im Tarot stellen Zauberstäbe dar und die haben ja auch so diesen Zauberstaub, wenn man sie herumwirbelt. Ja, du willst hier ein bisschen für Durcheinander sorgen, wenn es sein muss, in deinem eigenen Leben, damit du nachher wieder Ordnung hast, ja, damit hier wieder Frieden herrscht. Okay? Also sehr flexible Lebensweise. Finde ich cool, dass du sagst, hey, von mir aus, wenn es sein muss, ja, gebe ich meine Routinen und so auf. Hauptsache, es ist aufgeräumt. Ich frage mich, wie erfolgreich Schützen bei der Raucherentwöhnung sind, weil das ist schon, deine Einstellung hier ist ziemlich gut für jemanden, der zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören möchte. Fünf der Schwerter. Aufwirbeln. Aufwirbeln. Wenn es sein muss, Menschen zurücklassen. Wenn es sein muss, dich verabschieden. Okay. Irgendetwas an der jetzigen Situation kränkt dein Ego-Schütze und du bist hier bereit dazu, wie ein Stier, Kopf voran, in etwas reinzurennen und dich zu verteidigen. Irgendetwas an der bestehenden
Situation, an den bestehenden Strukturen zwischen dir und deinem Menschen oder im Job oder sonst wo, nagt an deinem Ego, stellt deine Kompetenz in Frage, stellt dich in Frage und du willst das verteidigen, du willst hier Gerechtigkeit haben. Du willst, dass man sieht, wie gut du bist, wie passend du bist, wie gut du dich verhältst. Es ist so, wie wenn du sagst, es wird hier nicht anerkannt, wie gut ich es meine, wie sauber mein Herz ist. Und ich werde mein sauberes Herz, werde ich verteidigen. Hier die Münze vor deinem Herzen. Ja, ich meine es gut, sagst du, und die Menschen tun so, als ob ich einen hinterlistigen Plan hätte. Die Strukturen sind so gesetzt, dass es. Oder das wäre dann hier zum Beispiel. Zum Beispiel gibt es hier zwischen dir und deinem Gegenüber so die Gewohnheit, sich über den Tag verteilt zu unterhalten. Per WhatsApp. Ja, eigentlich etwas Gutes, ist was Schönes. Ja, aber du bekommst so langsam den Eindruck, dass das dein Gegenüber tut, um zu kontrollieren, was du tust, über den ganzen Tag verteilt. Ja, oder sagen wir mal, du gehst fort, ja, und dann ist man zum Beispiel, sorry, ich kann heute nicht reden, zum Beispiel habt ihr euch getroffen und dann seid ihr es gewohnt, nach euren Dates einander zu fragen, bist du nun gut zu Hause angekommen, ja oder nein? Eigentlich etwas sehr Schönes, eigentlich etwas sehr Gutes, aber du verstehst jetzt so langsam, dass dieser Mensch dies tut, um herauszufinden, ob du alleine zu Hause angekommen bist. Oder irgendein Anruf, hey Schütze, ich hoffe, du bist gut zu Hause angekommen. Bist du jetzt zu Hause? Oh, du musst aufs Klo. Oh, da, ach was, bist du ein bisschen dusselig noch vom Getränk? Ja, so diese Fragen, die eigentlich was Gutes sind, ja, aber in diesem Fall etwas Kontrollierendes an sich haben oder etwas, das dich in Frage stellt, dein Ich. Okay? Routinen, die dich hier aufwecken, die, na, wo du denkst, hey, warte mal, warum machen wir das immer so? Ja? Also das kann zum Beispiel auch sein, dass immer die Gegenseite kocht. Ja? Und du so denkst, hey, warte mal. Ja, das ist die Routine, die Gegenseite kocht ständig. Das hier stellt nicht eine Person dar, sondern die Routine, die Struktur, die da am Stauben ist, ja. Und du so, warte mal, wieso kocht immer die Gegenseite? Stellt dieser Mensch meine Kompetenz in Frage, ja? Oder warum kauft immer die Gegenseite ein? Glaubt dieser Mensch etwa, dass ich nicht einkaufen kann? Dass ich zu blöd bin für das? Ja, das geht nicht. Und du willst das schützen und hierfür bist du auch bereit dazu, Konfrontation einzugehen. Ja? Eine Gerechtigkeit, die dein Herz schützen soll, leitest du ein. Okay? Gut, bin mal gespannt. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinaus. Baller läuft. Uiuiui. Never mind. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, beziehungsweise was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt, Schütze. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye.